Die Tür liegt da hinten in Afrika und die Scheibe hängt oben im Baum rum. Oh, geil. Was geht, Freunde der Außenwelt? Recht herzlich willkommen zum letzten Video dieses Jahres. Sampalo. Willkommen zum letzten Video in diesem Jahr. Heute reagiere ich auf etwas, was ich in den Trends gefunden habe. Denn ich habe mir gedacht, ich streife heute einfach mal wieder durch die Trends und guck mal, was es da so Neues gibt. Man muss ja auch mal was Neues finden. Und da sehe ich, Auto in die Luft gejagt. Danke für 500.000 Abos. Dummdüch. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, das Dummdüch. Aber das sah halt interessant aus, weil die anscheinend ein Auto in die Luft jagen. Wir schauen einfach mal rein. Let's rock. Ja, Mahlzeit, moin Freunde der Funkenhaltung. Moin. Heute machen wir ein Video. Was? Und dazu hat Stefan uns ein tolles... Er hätte jetzt nicht gedacht, dass das ein Video ist, wirklich. Nein. Gerät mitgebracht. Ein Gerät? Eine Bombe? Und zwar ist es ein Baukompressor. Ah. Und heute schauen wir mal, wie viel Bar es benötigt, bis ein blauer Sack explodiert. Okay. 6,5 Stunden später. Ach so. Ja, gut, okay. Kann man mal machen. Wie ihr seht, die Line ist heute diesmal hochprofessionell aufgebaut. Hä? Der Sicherheitsabstand wurde definitiv eingehalten. Ich wollte gerade fragen, mit was wollen die das Auto in die Luft jagen? Mit Bomben? C4? Ich nehme meistens T5 dafür, aber so ein China-Böller geht auch. Halten sogar mehr wie nötig. Kompressor? Die Profis haben uns das wieder überlassen. Das dürfen wir in einer Batterie halten. Wir sollten nur, was haben sie gesagt, 50 Meter von dem Auto weg sein. Okay. Ja, plus das wollen wir dann mal befolgen. Meter. So, und da das hier ein Appell an euch ist, dann draußen... Ich würde auf die Profis hören und mindestens 100 Meter weggehen. Ja, ich weiß, jetzt kommt bestimmt, bitte nicht nachmachen. Leute, macht das auch wirklich nicht nach, außer unter professioneller Beobachtung. Das ist ganz gefährlich. Und zwar wollen wir euch auf den Weg geben, passt auf mit den Feuerwerken, die ihr verwendet. Schaut, dass auch wirklich alle die deutschen Prüfsiegel und die Normen alle draufstehen. Ja gut, du brauchst eigentlich bloß in deutschen Läden kaufen wie Rewe, Lidl oder Edeka. Dann kannst du dir eigentlich sicher sein, dass keine Fake-Dinger dabei sind. Hoffe ich zumindest. Also ich hatte zum Glück noch nie Fake-Dinger. Ich meine, ich hole mir ja eigentlich, ich habe mir wirklich sonst nie irgendwelche Feuerwerke geholt. Aber da die jetzt die letzten 2 Jahre so extrem billig waren, da habe ich einfach mal wieder zugegriffen. Habe ich mir ein Päckchen mit Raketen geholt für gerade mal 7 Euro. Das ist 200-teilig. Und dann ein Päckchen China-Knaller. Für gerade mal 2 Euro, das ist 150-teilig. Da dachte ich mir auch, Alter, vor 3 Jahren, da lagen die bei uns rum, da musstest du für so ein Päckchen 17 Euro hinschmeißen. Heute schmeißt du 2 Euro hin. Und mit diesem verabschieden wir uns jetzt aus dem Jahre 2019. Das hier wieder ein kleiner Gruß an euch oder ein kleines Dankeschön für für die 500.000 Abonnenten. Ja! Hätten wir jetzt eigentlich nie gedacht. Ja, so würde ich mich auch freuen. Dafür werden wir jetzt nochmal ein Auto opfern. Und für Silvester und so. Auch mit mehreren Kameras. Ach so. Yeah. Gut, so feiert man jetzt also Silvester. Komm, wir knallen ein paar Autos. What the fuck? Die Bäume! Alter, das waren definitiv 2 China-Knaller! Alter! Checkt ab die Bäume, Alter! Hört ihr ganz zurück hier? Die Bäume sind so schön ruhig, ja, und die denken sich nichts und dann auf einmal verfurzt so ein Auto und jagt sich dabei selber in die Luft. Was für ein krasser Scheiß. Yo, Alter! Stell dir vor, du sitzt da noch drin, Alter, dein Leben ist so ein Arsch! Scheiße, Alter. 50 Meter, da war ich ja noch gut, dass ich gesagt habe 100. Ja, Alter. Hä? Ich glaube, also ich weiß, ich bin für dieses Leben in dieser Zeit viel zu blöd, aber wie zum Teufel? Es hat wieder geklappt! Oh, ganz ohne Sprengstoff! Also, guck mal da oben, Alter! Der arme Baum! Ohne Sprengstoff? Wie? Ich seh's hier. Kam gerade wieder, der war da gerade am Einparken. Komm, wir gucken das Auto an. Die haben doch bloß was an die Batterie angeschlossen. Geklappt, ey! Einen Baukompressor? Danke, an die Sprengstoff. Ich kenne mich mit dem Teil nicht aus, aber. Danke. Danke. Ich möchte das nicht an meinem Fahrrad haben. Ich weiß noch nicht, was sie reingetan haben. Aber es hat funktioniert.
da oben ist die Kackscheibe, wie kriegen wir die da runter? Die fällt doch irgendwann mal runter. Der Baum muss weg. Oh Junge, Junge, wie heftig war das? Scheiße, Alter, das, ey, das war echt krass. Alter. Mach das. Das, nicht. Das müsste ich mal mit einem LKW machen, Alter. Mit einem LKW. Das wäre bestimmt. Na gut, das wäre auch nicht gerade krasser mit, als wie mit einem Auto. Aber wenn der Anhänger noch mit drin ist und der Anhänger von LKW mit wegsprengt. Boah, das wäre heftig. Ja. Guck, da ist ein Loch im Sitz. Oh, das ist ein Büscher. Oh. Ich hab da eben hingelegt. Das ist die Tür. Oh, eine Tür ist das. Eine Tür. Ja, die baut man immer so aus. Ja, das glaube ich, macht jede Werkstatt so. Ey, ich kenne keine, die es anders macht. Ja, ich hol mal Reparaturfläche. Wie matschig das da ist. Oh, das Auto sieht aus, Alter. Scheiße, Alter. Die Scheibe auszuschneiden? Junge, jetzt liegt die da. Die Tür liegt da hinten in Afrika und die Scheibe hängt oben im Baum rum. Oh, geil. Junge. Alter. Hier ist man immer ein paar Tüten mehr, wa? Kann man trotz Parkkralle fahren? Die Drohne ist ja jetzt runter. Ich weiß nicht. Kannst du mal die Scheibe mit anstupsen, steht mit der Drohne nicht. Vielleicht? Ich glaub eher nicht. Ey, das war heftig. Alter, das war auf jeden Fall ein Like wert. Ich muss jetzt mal kurz auf den Kanal gucken, was das hier ist, Alter. Das Dinge, die man nicht machen sollte, die testen wir heute. Ach so, ja gut, okay. Das scheint ganz interessant zu sein. Ich würde einfach mal sagen jetzt, wir beobachten den Kanal mal öfter. Das sieht interessant aus. Ich abonniere den jetzt mal. Das war auch richtig heftig. Aber ich hätte mir halt noch gewünscht, dass die für Laie wie mich jetzt genau erklärt hätten, was sie gemacht haben. Vielleicht weiß das ja einer von euch da draußen und kann das mir mal unten reinschreiben, weil ich habe jetzt absolut nichts gecheckt, weil ohne Sprengstoff... Da los, Alter! Leute, wenn euch dieses Abschiedsvideo für das Jahre 2019 gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Wenn ihr nicht getan, abonnieren. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.